Und hier auf der rechten Seite sehe ich einen jungen Mann auf der Bank sitzen. Und in dem Moment, wo wir vorbei sind, sehe ich noch im Augenwinkel, wie er zusammensackt. Dann bin ich ganz normal nach Hause gefahren. Und in der Einfahrt sage ich zu meiner Frau, das war ja merkwürdig, der sah ja komisch aus. Habe ich meine Frau abgesetzt, habe mich wieder ins Auto gesetzt und bin die Strecke zurückgefahren. Und da lag er da auf der Bank. Dann sah ich schon, wie drei Jugendliche und ein Kind daneben gestanden haben. Die wussten aber gar nicht, was sie machen sollten. Der junge Mann, der Atemstillstand, Herzstillstand hatte, der lag, saß hier auf der Bank. Und dann hat der eine Jugendliche mit angefasst, um ihn runterzuheben, wo ich ihn dann reanimieren konnte. Dann habe ich reanimiert. Und das ist dann schon gewesen, so lange, bis der Rettungswagen gekommen ist. Und das Bewegendste war im Grunde genommen der Moment, wo ich dann nach Hause gekommen bin. Meine Frau hatte den Rettungswagen gehört, den Notarztwagen gehört, machte die Tür auf. Und da brach es im Grunde genommen, in Tränen brach ich da aus. Und ich war erleichtert, ich war mehr oder weniger gerührt. Und am Abend, wo die Mutter mich noch anrief und mir erzählt hat, dass ihr Sohn das Bewusstsein wieder erlangt hat und nach Aussage des behandelnden Arztes keine bleibenden Schäden erlangt hat, da musste ich noch mal weinen.